Im Livestream haben wir das Paket nur vermisst. Jetzt ist es endlich da und damit bekommt der MK3.9 sein Upgrade auf den MK3.9S. Und in diesem Video schauen wir uns mal an, was denn da alles mit dabei ist und was es denn alles bringt, warum man das machen sollte, warum ihr das machen solltet. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Wir werfen gleich mal einen Blick in den Karton rein und schauen erstmal, was alles da drin ist. Und ich mache mal hier das Papier zur Seite, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben natürlich erstmal die obligatorische Packung Gummibärchen drin. Ist eine kleine, ist ein Upgrade, ja? So, dann haben wir hier, weil das ein neues Display ist. Beim MK4 war ich noch verwundert, dass ich dann entsprechend ein gedrucktes Display-Case bekomme. Ja, ist ganz einfach auch deswegen, weil ich nicht dran gedacht habe, das MK4-Display ist noch ein altes Display. Und das hier ist das Neue. Und wenn ihr im Interview mit Marcel ordentlich zugehört habt, dann wisst ihr, dass Brewster für die neuen Displays, weil sie jetzt gesagt haben, okay, die Form ist jetzt final und das, der Aufbau ist jetzt final, dass sie dann gesagt haben, okay, wir gönnen uns mal eine Spritzgussform und dann werden auch die Display-Cases entsprechend in Spritzguss gedruckt. Dann haben wir hier nochmal ein paar Teile hier hinten für die Abdeckung von dem Wi-Fi-Modul und für den NFC. Schalter. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Teile in PPCF gedruckt, ja, in einem Blend-Material, was ihr auch bei Brewster bestellen könnt, wenn es denn endlich mal vorrätig ist. Eine Alternative dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Danke Bernd für den Tipp. Das werde ich demnächst auch mal ausprobieren. Habe ich jetzt bestellt, ist schon entsprechend da, aber ich habe es noch nicht gedruckt bekommen. Schauen wir uns aber auch nochmal zu gegebener Zeit entsprechend an. Das sind nochmal die Teile hier oben, nochmal hier die Abdeckung drauf, dann nochmal hier ein paar Teile vom Extruder, die Klappe, die dann die Tür ersetzt, wo der Lüfter drin sitzt und sowas in der Richtung. Und natürlich für unter das Druckbett natürlich die Halterung nochmal. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Extruder-Teile, wie hier vorne die Abdeckung. Ja, also diese Abdeckung vom Extruder-Gear entsprechend, das wird dann auch ein MK4S vom Namensgebung her, obwohl es eigentlich ein MK3.9S ist. Aber gut, sei es drum. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen und damit machen wir weiter im Video. Dann haben wir hier nochmal, Verpackung kann man zur Seite. Dann nochmal Teile fürs Druckbett hier unten. Dann nochmal ein Aufkleber, wo dann die Seriennummer drauf ist. Wir haben nochmal ein Paket mit Schrauben. Und wir haben nochmal hier diese Metallhalterung. Und dann nochmal ein Paket hier. Messer. Oder hier die Pinzette reicht auch erstmal aus. So, wir haben hier nochmal ein bisschen was natürlich mit Elektronik. Zum einen den Lüfter, dann haben wir hier nochmal das Wi-Fi-Modul, dann haben wir hier das NFC-Modul. Wir haben eine Heizsocke mit dabei, ja. Das hätte ich mir schon beim MK4 gewünscht. Das ist natürlich jetzt großartig, dass die mit dabei ist. Und wir haben hier eine CHT-Nozzle. Vorsicht bei der CHT-Nozzle. Ich habe gesagt gehabt im Stream, dass das Profil noch nicht stimmt. Das Profil ist schon angepasst, das war falsch von mir. Das ist natürlich von der Spitze her, die diese CHT-Nozzle erzeugt, ein bisschen problematisch, weil die Spitze, die die MMU braucht, die funktioniert nicht mit dieser Spitze, die das hier erzeugt. Das heißt also, die Spitze von dem Filament, wenn das wieder rausgezogen wird, ist nicht kompatibel mit der MMU. Wir können das gerne mal ausprobieren. Wenn ihr es wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare, dann probiere ich es gerne auf der MMU 3 aus. Das hier ist eine Messing-Nozzle und ich habe natürlich nochmal, wie ihr im Stream schon gesehen habt, die Obsidian von E3D bestellt. Und die haben folgenden Vorteil. Erstens, man hat eine größere, ich sag mal so, Heizfläche. Dadurch schmilzt das Material besser und dadurch hat man einen besseren Flow. Und das ist das, was Bontech und auch Brewster sagt, dass man damit eine bessere Layerhaftung erzeugt, also die Teile auch stabiler werden. Das werden wir auch nochmal alles ausprobieren. Aber heute geht es erstmal nur um das Upgrade, wie wir das einbauen und so ein bisschen, was das Ganze dann so am Schluss bringt von der Lüftung und allem drum und dran her. Ich würde sagen, ich switch zum B-Roller und wir bauen das erstmal ein.
Da ist der Drucker auch schon fertig abgegradet und ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, okay, was soll das Ganze und wozu brauche ich das Ganze? Nun, zum einen habt ihr hier vorne diesen großen, fetten neuen Lüfter. Und keine Angst, nur weil der größer ist und mehr Luftdurchpunkt, heißt das nicht zwingendermaßen, dass der auch lauter ist. Da der für gewöhnlich auf 70% Leistung fährt, ist der auch entsprechend fast genauso leise oder fast genauso laut wie das alte Modell. Das heißt also, ihr habt da keinen Unterschied im Vergleich zum MK4 bzw. zum MK3.9. Dann habt ihr natürlich hier an der Seite nochmal den NFC-Chip und entsprechend das neue Wi-Fi-Modul, wo ihr dann auch ein Kabel habt, wo dann der Accelerometer angeschlossen werden kann. Das ist natürlich auch ganz nice, aber es ist halt kein Must-Have. Der Accelerometer ist für mich noch der größte Punkt, wo ich sage, okay, ja, das möchte ich haben. Die anderen Teile, für hier unten drunter die Halterung oder so in Richtung, könnt ihr natürlich selbst drucken. Das Displaygehäuse natürlich, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt das MK4S hier vorne draufstehen haben, ja. Oder wenn ihr sagt, okay, das 3D-gedruckte hier vorne gefällt euch nicht, ihr wollt ein spritzgegossenes Teil haben, dann ist das natürlich auch nichts für euch. Oder umgekehrt, wenn ihr ein MK4S bestellt habt und das spritzgegossene Teil habt, dann könnt ihr natürlich entsprechend euch auch das Teil nochmal selbst drucken. Ihr merkt schon, ihr könnt daran modifizieren, wie ihr wollt. Und das ist auch wirklich ein großer Punkt insgesamt bei dem Drucker. Und jetzt will ich euch nochmal gerne so ein paar Drucke zeigen, die ich auf dem MK4S drüben schon durchgeführt habe. Nicht auf diesem Gerät, sondern auf dem MK4S, der schon drüben steht und fleißig die ganze Zeit druckt. Und das ist diese Disk hier. Die kennt ihr schon aus Social Media. Und da zeige ich euch mal die Unterseite. Die ist so gedruckt. Ja, also da ist Druckbett und so steht es dann drauf. Und man sieht bei 70% oder 75% Überhang nichts. Das sieht wirklich aus wie geleckt. Und ich habe mir gedacht, okay, das vergleichen wir einfach mal mit dem X1C. Und habe das Ganze auch nochmal ausgedruckt. Und siehe da, das sieht auch recht gut aus. Das sieht eigentlich fast identisch aus. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann doch nicht sein, wenn die doch behaupten entsprechend, dass sie die Besten in dem Bereich sind und dass sie wirklich eine gute Lüftung anbieten und das wirklich einer der Hauptpunkte ist, warum man sich überhaupt das Upgrade kauft. Naja, bei mir war es wie gesagt der Accelerometer. Und deswegen habe ich nochmal einen anderen Test gedruckt, was nochmal auf 80% Überhang geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, da muss doch mal jetzt ein Unterschied zu sehen sein. Und ja, auch wenn der Unterschied marginal ist, würde ich mal behaupten, ist er zu sehen. Ich weiß, beruhigt euch bitte, Bambo-Leute, ich meine es nicht böse mit euch. Ich will einfach nur zeigen, und es sind jetzt wirklich Kleinigkeiten, die ich hier anmeckere. Die ist natürlich hier beim MK4S, ihr könnt ja sehen, was ich drauf geschrieben habe, ist die Performance richtig gut. Ich blende euch nochmal ein bisschen B-Roll ein, damit ihr es sehen könnt. Da haben wir wirklich an allen Seiten eigentlich das gleiche Druckbild. Ja, das ist schon ziemlich gut und das freut mich persönlich, dass ich da noch mit weniger Support drucken kann auf dem Drucker, weil ich weiß, okay, auch die Überhänge wären gut. Und dann habe ich das Ganze nochmal auf dem X1C gedruckt und da sehe ich hier oben da an den Stellen, wo der Lüfter nicht ganz hinkommt, weil er halt nur von der Seite geblasen wird und nicht vorne und hinten. Da gibt es so ein paar Blindspots, würde ich mal sagen. Da muss Bambo bei dem nächsten Drucker einfach nachbessern, dass das halt noch ein bisschen besser wird vom Druckbild her. Da sehen wir hier, dass da die Überhang-Performance bei dem Bridging in dem Sinne halt noch nicht hundertprozentig funktioniert hat. Und ja, man muss die Dinger 100% drucken, also wirklich komplett den ganzen Kreis, weil ansonsten macht das gar keinen Sinn. Wenn ich nur die Hälfte drucke, dann habe ich natürlich auch nur die Hälfte vom Ergebnis. Und wenn ich jetzt hier die bessere Hälfte drucke, dann fehlt mir natürlich der Rest. Deswegen muss man die Dinger immer komplett drucken, auch wenn es ein bisschen mehr Material kostet, ein bisschen mehr Zeit kostet. Ein Vorteil, den es noch hat, aber das könnt ihr euch überlegen, wenn ihr sagt, okay, ihr habt einen MK3.9 oder einen MK4. Ein Vorteil, den das Ganze hat, ist einfach, naja, dass ich jetzt hier zum Beispiel mal eine CAT-Nozzle standardmäßig drin habe. Die könnt ihr euch natürlich beim MK3.9 oder MK4 auch separat kaufen, wenn ihr sagt, okay, ich brauche die Lüftung nicht oder so in Richtung. Und dann könnt ihr natürlich eure Druckzeit nochmal erheblich verkürzen und durch die CAT-Nozzle wird natürlich nochmal die Layer-Haftung nochmal erhöht. Das heißt, eure Bauteile werden nochmal ein gutes Stück stabiler. Das könnt ihr natürlich, wie gesagt, beim MK3.9 und beim MK4 nochmal selber separat nochmal nachrüsten. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt das Upgrade-Kit einzubauen. So eine Nozzle ist dann entsprechend auch schnell gekauft. Ansonsten ist das ein rundes Upgrade, würde ich sagen. Bis auf die NFC-Antenne. Bitte, Bruce, macht da was dran. Aber ja, ich werde den jetzt nochmal rüber an die Druckfarm stellen und den drucken lassen. Euch hat das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und vielen lieben Dank an diejenigen, die mich hier finanziell unterstützen, auf Patreon als auch auf YouTube. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, Hodl's Align, Happy Printing und
Ciao.